Die Insel und der Vulkan. Herzlich willkommen und toll, dass du dich für eine Fantasiereise entschieden hast. In dieser Reise geht es um die Dinge, an die wir glauben. Fragen wir uns mal selbst, woran glauben wir? Glauben wir an die Erkenntnisse der Wissenschaft, an ewige Energie, an Sicherheit der Technik, an die Wirksamkeit von Pillen, an die Stärke der Heilkunst, an eine höhere Macht? Woran genau glaubst du? Glaubst du auch an dich? Die Krise erschüttert immer das, woran wir glauben. Glauben wir an Technik, erschüttert uns, wenn Technik versagt. Glauben wir an Medizin und die Wirksamkeit der Medikamente, sind wir erschüttert, wenn diese versagen. Glauben wir an die Beständigkeit unseres Körpers, sind wir erschüttert, wenn dieser immer weiter verfällt und uns seinen Dienst versagt. Glauben wir an die Liebe, erschüttert uns, wenn diese nicht mehr ist. Ängste erschüttern. Schwer fassbar, woran wir glauben, bohren sich hinein, schrauben sich tiefer und tiefer. Ziehen wir uns daher zurück. Rückzug auf die Insel, herauszufinden, woran wir glauben, wenn unser Glaube erschüttert wird, wenn unsere Überlebensstrategie versagt. Denn in der Tiefe, da ist noch mehr. Da ist Kraft, Energie, pulsierender Rhythmus ganz tief in dir. Dafür nimm bitte eine achtsame, bequeme Sitzhaltung ein. Gerne auch, wenn du möchtest, lege dich bequem hin und beginne dich zu entspannen. Allein der Gedanke daran wird dich schon entspannen. Wenn du möchtest, schließe die Augen. Alles gut? Wunderbar. Dann geht es los. Stell dir vor, du bist in einer entspannten Haltung. Dein Geist beruhigt sich langsam immer mehr und immer mehr. Die Atmung strömt automatisch in deinem Rhythmus, immer ruhiger und langsamer. Nimm einen bewussten, tiefen Atemzug in den Bauch und wieder ausatmen. Das entspannt. Und nochmal, tief einatmen in den Bauch. Das Zwerchfell spannt sich beim Einatmen an und beim Ausatmen entspannt es sich, fällt zurück in seine entspannte Lage und auch du entspannst. Körper entspannt, Geist entspannt. Da ist immer mehr Ruhe, Schwere und Wärme. Spüre, wie dein Körper schwer auf der Sitzfläche liegt oder sitzt, immer schwerer, deutlicher. Manchmal, da vertrauen wir blind auf unseren Körper. Wir nehmen es als gegeben hin. Der Körper ist da, immer und gleich. Doch manchmal kommt es zu Veränderungen, Krankheiten, Verletzungen. Sie verändern uns, sie verändern unseren Körper. Manchmal zeigt der Körper uns noch mehr, gibt uns Signale, Hinweise, als ob er zu uns spricht, uns etwas sagen will auf seine Weise. Hat er ja keine Stimme und keine Sprache. Vielleicht verstehen wir, wenn wir etwas hineinspüren. Spüre in deinen Körper. Was gibt er für Signale? Nacken verspannt, schmerzende Lenden, steife, geschwollene Gelenke, ziehende Schmerzen, Druck der inneren Organe, Probleme des Magens, Druck hinter den Augen,
Surren im Ohr? Schwäche? Schlappheit? Erschöpfung? Stolpernder Herzschlag? Kurzatmigkeit? Schwindel? Unsicherer Gang? Wir nehmen das alles jetzt so hin, diese Signale. Spüren Sie. Stell dir vor, vielleicht ist es die Angst, die sich verkleidet hat. Vielleicht gelingt es, ein paar wärmende Gedanken dorthin zu schicken, wo es gerade geschieht. Die Angst zu besänftigen. Allein durch die Vorstellungskraft schicken wir Wärme und Ruhe in diese Bereiche. Angenehme, heilende Wärme und Ruhe. Wärme und Ruhe. Und entspannen etwas mehr. Um noch mehr zu entspannen, stellen wir uns vor, auf einer Liege am Strand zu liegen. Diese Liege ist ganz besonders bequem und weich. Sie schmeichelt unserem Körper, sie tut uns gut. Wohltuende Berührung und guter Halt. Unserem Körper geht es hier auf dieser Liege so gut. Alle Vorgänge in uns beruhigen sich noch ein wenig mehr. Ruhe, Schwere, Wärme. Wenn du nun so ruhig und gelassen am Strand unserer Insel liegst, beginnst du behutsam zu träumen. Gedanken kommen und gehen. Bilder in der Vorstellung kommen und gehen. Stell dir vor, während der Wind um deine Nase weht und die Sonne warm auf dich scheint, wie diese Geschichte entsteht. Träume von einer fantastischen Insel im Ozean. Eine kleine Insel mit einem wunderschönen Strand. In seiner Mitte ein kleiner, erloschener Vulkan. Ein paar Palmen, eine Sonne am Himmel, ein blauer Himmel. Wunderbare Zutaten. Auf dieser Insel gibt es nur dich. Du gehst hier am Strand spazieren, sammelst Muscheln auf, bist ganz zufrieden. Deine Haut ist schön gebräunt. Die Muscheln bringst du zu deiner Laube aus zusammengesteckten Palmblättern. Du bist dankbar. Hier ist alles in Ordnung. Schon sehr lange lebst du auf dieser Insel. Es ist ein anstrengendes, aber ein gutes Leben. Du sorgst für dich, kümmerst dich um die Notwendigkeiten. Pflegst, hältst so gut du kannst alles in Ordnung. Lässt auch vieles so laufen, wie es die Natur entworfen hat. Du kannst dich ja nicht um alles kümmern. Dein Blick auf den Palmenwald, der Wind, die Wellen, der große weiße Strand. Genieße diesen Blick. Die wärmende Sonne. Immer mehr. Und so vergeht die Zeit, vergehen die Tage, die Wochen, die Monate und die Jahre. Eines Morgens gehst du wieder deine Strandrunde. Irgendetwas ist verändert. Es liegt etwas in der Luft, schwer greifbar. Sieh, deine Füße stehen tief im Wasser. Da, wo einst Strand war, da ist nun Meer. Das Wasser steigt bis zum Knie.
Es ist nicht die Flut. Es ist die Insel selbst. Die Insel hat sich abgesenkt. Du drehst dich um, über deiner Insel sind dunkle Wolken aufgezogen. Rote, graue, schaumig sich aufbauende Wolken, direkt aus dem alten, erloschenen Vulkan kommen sie. Ein kleiner Fluss, der am Fuße des Vulkans entspringt, führt grünes, giftiges Wasser. Ein Riss geht durch die ausgetrocknete Erde, metertief vom Berg bis zum Strand. Aus der Idylle ist eine trockene Einöd geworden. Trockenheit, Giftflüsse, aufgerissene Erde. Nur noch ein kleiner Saum mit Palmen und weißem Sand. Es hat sich etwas dramatisch auf dieser Insel verändert, ohne dass du es bemerkt hast. Schau hin. Es zu leugnen wird nicht helfen. Es ist die neue Realität. Während du dem Lauf des grünen Flusses zu seiner Quelle folgst, spürst du diese Lähmung, diesen Schmerz, diese Ohnmacht. Aber du willst wissen, was hier los ist. Die Korallen um deine Insel haben ihre Farbe verloren. Das ganze Meer ist blass und braun. Immer mehr wird alles trüb und fahl. Die Luft atmet sich schwer, es wird lauter wie ein Dröhnen. Du gehst weiter und weiter, stapfst bis zum Vulkan, da siehst du es. Eine große Maschine steht da, Meter hoch, ein Gebäude. Es dampft und zischt, hat eine große Öffnung wie ein großer, gieriger Mund. Das Gebäude in rostig-braunem Stahl von Nieten und großen Schrauben zusammengehalten. An großen Unwuchträdern sind breite, ledene Laufbänder gespannt, die viele kleine Räder antreiben, die wiederum andere Stäbe und Hebel drehen. Es ist ein großes Mahlwerk. Da sind Kolben über Achsen aufgespannt, heben und senken sich stampfend, überall dampft und zischt es. Die Luft ist feucht, die Sicht trüb. Aus den oberen Etagen des Gebäudes flackern Lichtquellen aus großen quadratischen Öffnungen. Das ganze Gebäude sieht aus wie ein zu einer Fratze verzerrtes großes Gesicht mit weit aufgerissenen Augen und einem großen, unersättlichen, scharfkantig weit geöffneten Maul. Was um alles in der Welt ist hier geschehen? Woher kommt diese Maschine? Sie war immer schon hier, fest im Boden, tief verankert, schweres Fundament. Beton, Eisen, fest eingegraben in deine Idylle. Hast sie nie bemerkt? Warst immer nur am Strand, nie am Vulkan. Aber sie war schon immer da, hier. Hinter dem Vulkan, immer am Tun, immer am Machen. Arbeit, Last, Druck, dampfender Druck, immer, immer wieder. An der Seite dieses Ungetüms erkennst du ein großes Kabel, einen Stecker. Das Kabel geht tief in die Erde. Es saugt Kraft und Energie, pumpt es hinein in die Maschine, zermalmt, verdampft, verpufft, verloren. Hör auf damit, Maschine. Hör auf damit. Du umgreifst mit deinen beiden Händen den Stecker und ziehst, willst ihn herausziehen, willst diese Maschine stoppen. Der Stecker sitzt viel zu fest. Die Maschine faucht und dampft immer mehr. Sie nimmt an Größe zu und die Insel sackt wieder ein paar Meter ab, ins Meer. Ein Ruck geht durch alles hindurch. Dieser Impuls, eine tiefe Erschütterung. Woran glaubst du?
An die Gier, die dich auffrisst? An Angst, die Entscheidungen verhindert? An Überlastung, die dich verbraucht? Spüre die Last. Spüre diese Last. Geschichten helfen, in Szenarien zu denken, vorauszudenken, um Hängepunkte zu überwinden, zu Ende zu erzählen, Blockaden zu überwinden, Hoffnung zu geben und Glauben zu schenken. Zu wissen, es geht immer weiter, immer, selbst nach den dramatischsten Wendepunkten. Löse durch stimulierende Impulse etwas aus. Widersprüche, Gegenteiliges, Berührung, Konfrontation. Setze dir Impulse. Verändere dich und du wirst die Welt verändern. Also stehst du nun auf und rennst los. Immer schneller und schneller rennst du auf das große, weit aufgerissene Maul der Maschine zu. Hinein in diese riesige Maschine aus Stahl, kämpfst dich vorbei an fauchenden und pulsierenden Flammen, dampfende Wolken aus Wasser und Kerosin, Blitz und Donner. Was für ein Lärm! Kletterst hinauf im Inneren dieser Konstruktion. Hier, irgendwo muss es sein, die Lösung, der Hauptschalter. Zünde diesen Impuls in dir, suche den Stoppschalter. Du suchst diesen einen großen roten Knopf. Wo ist er? Ein Leben lang gesucht. Wo bist du? Immer auf der Suche, immer am Machen und am Tun. Wofür? Kletterst weiter und weiter. Jetzt weißt du, was du suchst. Und da oben, da ist er. Der große rote Knopf, auf dem in goldenen Lettern Stopp steht. Stell dir nun diesen einen Moment vor, kurz bevor du es tun wirst, was alles war, was alles nicht mehr sein soll. Nutze die Kraft, nutze diese Macht in diesem Moment und dann tust du es. Mit aller Kraft, mit aller Macht, wild entschlossen, völlig klar, das hier ist nun zu Ende. Und du schlägst zu, versenkst den Knopf, aus und vorbei. Sage Stopp und beende diesen Wahnsinn. Beende diese Raserei. Noch zischt und dampft es munter weiter. Hat es gewirkt? Abwarten. Geduld. Die Kolben rasen hoch und runter, hoch und runter. Unmerklich nun beginnt sich die Maschine zu verlangsamen. Tatsächlich. Die Maschine wird langsamer. Wird weniger. Ruhiger. Weniger. Leiser, langsamer, ruhiger und immer ruhiger. Stille. Lichter gehen aus, ruhige Stille und ruhiges Dunkel. Dunkelheit. Aus der Tiefe der Insel hörst du ein leise heranrollendes Grummeln, Vibrieren, Infraschall, kaum hörbar, spürbare tiefe Vibration, ungewöhnlich, unbekannt. Das Grummeln wird lauter wie ein aus der Tiefe kommender Impuls, langsam zunehmend. Als die Welle der Erschütterung dich trifft, bebt die Erde. Der Vulkan ist erwacht. Seine Energie sucht den Weg nach draußen, befreite Kraft. Aus der Tiefe einer riesigen, verborgenen Magmablase erwacht diese Kraft. Mit großer Wucht fliegt jetzt plötzlich alles auseinander, schleudert alles durch die Luft. Und du fliegst mit. Freiflug deiner Seele. Spektakuläre Eruption. Was für ein Schauspiel. Aus der Tiefe blubbert explodierende Kraft, fließt heiß, rot, zäh, flüssig, ein meterhoher Glutmantel
und ergießt sich über die Maschine. Über den Hang fließt bis ans Meer, bedeckt wie ein mächtiger Zuckerguss, wie eine Kuvertüre überdimensionalen Ausmaßes deine Insel. Überall flüssig leuchtende Lava. Flirrende Wärme, strömende Energie und du bist mittendrin in diesem heißen, warmen Strom. Überschwemmt mit Wärme, Hitze, Wohlsinn, Kraft, Neubeginn, Grenzen und Enge gesprengt, riesige Eruption. Und du veränderst dich, die Insel, alles. Als du wieder langsam zur Besinnung kommst, erkennst du deine Insel. Die Farben sind zurück. Es ist ein schöner, sonnendurchfluteter Tag am Meer. Das Riff ist bunt, die Wellen azurblau. In der Entfernung flanieren große, schlanke Gestalten. Es sind Flamingos in ihren roten Gewändern am unendlich weißen Strand entlang. Palmen biegen sich sanft im Wind. Die Insel steht prächtig da, grün, saftig, satt. Mangobäume tragen ihre großen grünen Früchte. Es duftet nach Magnolie und Zitrone. Niemand vermisst in der Mitte der Insel den rostigen Haufen Altmetall. In sich zusammengesunken, erzählt er von einer vergangenen Zeit, von überholten Regeln und zurückgelassenen Gesetzen, von einer Last, die nicht mehr ist, eingebettet in ein Meer aus erstarrter Lava. Gras wächst nun drüber, bedeckt diese Wunde mit ganz viel wohltuender Landschaft. Bizarre, geheimnisvolle, dunkle Steinformationen behüten diesen Ort. Verweile einen Augenblick in dieser Landschaft, diese besondere Kraft, die dir dieser Ort gibt. Du richtest dich innerlich auf. Bringe nun langsam deine innere Kraft auf die Unwucht deines inneren Schwungrades. Dieser eine Impuls. Und noch einmal. Und erneut schieb dein inneres Schwungrad an, die Kraft deiner Insel. Alles greift ineinander und diese Energie wird sichtbar. Diese Energie überträgt sich. Und es bewegt sich in dir. Und du beginnst dich zu bewegen. Glaube an dich und an dein eigenes Wunder, an deine eigene Kraft, an die Macht der positiven Gedanken, an die Kraft deiner Vorstellung. Lass hieraus eine Realität keimen, die alle überrascht. Habe den Mut, dich selbst am meisten zu lieben. Fang schon heute damit an.
bitte deinen Körper um diese lebenslange Freundschaft. Ich möchte dein Freund sein, jetzt, während du hier über deine Insel am Strand flanierst. Manchmal kehrst du zurück an diesen rostigen Haufen Altmetall zwischen den Dünen im Lavafeld neben dem Vulkan. Dieser Ort ist Erinnerung an das, was du geschafft hast, was hinter dir liegt. Spuren im Sand erzählen von deiner Geschichte. Es ist vorbei. Vorüber. Jedes Mal kehrst du hierher, hoffend, dass es noch da ist. Nach Wochen, Monaten und Jahren all dies wieder anzutreffen. Ein Ort der Kraft, der Bestätigung, ja, der Freude. Du hast hier an Bedeutung gewonnen, fühlst dich lebendig, berührt, angenommen, durchströmt von Energie. Lebendige Lava, atmendes Geschöpf. Diese kraftvolle Energie nun strömt durch deinen Körper, dahin, wo sie benötigt wird. Wirf das Schwungrad immer wieder an, heb deine Welt aus ihrer engen Fassung. Unnütze Last wird abgeworfen, aus dieser inneren Unruhe wird nun mehr und mehr strömende Energie. Diese Energie will hinaus, bringt Wärme und Kraft, strömt überall hin. Schau auf die unendlichen Kraftströme, die dir bleiben, die zur Verfügung stehen. Nimm diesen Impuls auf. Komme in Resonanz, komme in Bewegung. Denn über die Bewegung kann sich all das lösen, was schwer und haftend ist. Kann sich die Last lösen und abfallen. Und nun, an was glaubst du? Mein Vorschlag? Glaub an dich. Ja, du darfst auch an dich glauben. An dich und an deinen Körper. An deine eigenen Fähigkeiten glauben. An deine Kraft. Ja, sogar an deine eigene Heilkraft. Das Wunder geschieht, wenn wir beginnen, an uns selbst zu glauben. Das große Schwungrad eigener Kraft kommt in Bewegung. Dass es einen Weg gibt. Deinen Weg. Dass es weitergeht. Du gehst weiter. Ja, ich weiß, du bist müde. Ja, ich weiß, da sind vielleicht Schmerzen und an der Last deiner Seele ist schwer zu tragen. Ja, da sind zu viele Probleme, die du lösen musst, zu viele Dinge, an denen du dich festhältst, an die du unbedingt glaubst. Da sind Zweifler und Kritiker, die Antreiber. Nun, vielleicht, wenn du ab und an mal Stopp sagst, wenn du ab und an mal Nein sagst, damit du ruhig und gelassen auf deiner Insel sein kannst, an den Strand zu gehen, zu liegen auf dieser wunderbar bequemen, wohltuenden Liege. Du hast ein Recht darauf. Du hast ein Recht darauf. Du darfst. Ich erlaube es dir. Und ich setze auf dich, dass du es tust. Und all das andere gut sein lässt. Herrlich. Ruhe. Frieden. Oh, genieße es.
Sehr gut. Kehre nun langsam zurück an den Ort, an dem diese Reise begann. Verbinde die Insel deiner Träume mit deinem Körper. Spüre hinein in die Füße, spiele mit den Zehen im Sand, fühle die Beine. Spüre in dein Becken, in deine Hüfte, gefolgt vom Rücken. Spüre in die Schulter, in die Arme, und in die Hände und in die Fingerspitzen. Der Kopf, der Hinterkopf, dein Gesicht. Spüre in deinen Körper, wo überall diese gute, heilsam, wohltuende Energie strömt. Wunderbar, tröstend und heilsam. Nun bitte ich dich langsam und stetig wieder hierher zu kommen, hierher in diesen Raum. Langsam öffnest du bitte deine Augen. Wenn du die Augen offen hast, dann bist du ganz voller Energie, spürbar und sichtbar. Du bist spürbar und sichtbar. Du bist dann wach, spürbar und sichtbar mit unendlicher Energie aufgefüllt. Und nun bewege dich, strecke dich. Wunderbar. Steh auf und wandle. Vielen Dank fürs Mitmachen und hoffentlich bis bald.